Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben jetzt gerade ja diese lustigen Monster-Dinger da gekauft. Wir haben nur einige Monis übrig. Aber wie gesagt, diese Leune-Maske kann ich mal kaufen, aber die ist halt schon sehr, sehr teuer. Vielleicht hat er sie ja irgendwann mal wieder im Gebiet. Da kommt der Drache. Oder fliegt weg oder keine Ahnung. Ja, ich glaube, wir müssen mal wieder in unser Tropengebiet rein. Ja. Was ist da eigentlich? Ach, da. Ach stimmt, die Mütze wollte man ja eigentlich auch noch holen, ne? Da war ja was. Die Frage ist jetzt nur, die Mütze des Händlers, bla bla bla, Quelle des Mutes am Drakotosee. Drakotosee, den haben wir aber schon gesehen. Aber irgendwo da links, ne? Ah, da, auf der Map, da ruckelt es gerne mal ein bisschen, ne? Das ist, glaube ich, wirklich durch den Shader und allem drum und dran. Der muss sich erst wirklich an alles gewöhnen. In jeder möglichen Sicht und hin und her und hast du nicht gesehen. Drakoto. Wo haben wir den gesehen, den Drakoto-See? Haben wir den schon überhaupt gesehen? Jetzt guck mal, dass ich da vorher irgendwas gelesen hätte mit Drakoto. Komm ich aber jetzt auch täuschen, ne? Hat er wirklich da hinten? Ah, Evandra-Fluss, da waren wir ja gerade. Drakoto-See. Schwierig. Drakoto-See, sie gehört da jetzt gerade über. Ach, hier! Hier ist der Drakoto-See. Okay. Das heißt, wir markieren hier mal. Das können wir übrigens wieder entmarkieren, das braucht man immer. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal von diesem Turm, der Turm der Zwillingsberge, ha? Das ist, glaube ich, am besten oder doch nicht? Das ist aber dem Waldgebiet, ne? Doch, ich glaube, wir gehen mal von dem da weg. Komm, das macht man. Let's go! Da müssen wir jetzt durch. Irgendwann sollte man vielleicht jetzt einmal was essen, dass wir mal unsere Herzen wieder auffüllen. Ja, auf jeden Fall lustige Maske. Ne? Wir haben jetzt aber erstmal ändern müssen wieder. Und zwar in unsere Schockmaske. Falls wieder da einer in der Nähe ist. Ist was, wir schlaffen jetzt schnell. Wir schlaffen jetzt einfach mal schnell beim Stall der Zwillingstürme. Das macht man jetzt schnell, Alter. Da schlaft man jetzt nicht. Dann haben wir nämlich gleich unsere Herzen aufgefüllt. Es ist hell. Alles easy. Alles cool. Ne? Und dann können wir da weitermachen. Macht er. So. So ruhig, sagst du? Guten Abend, dich habe ich noch nicht gesehen. Bist du auch ein Reisender? So friedlich wie es hier ist, vergisst man leicht, dass die große Verheerung fast das Ende der Welt bedeutet hätte. Allerdings treiben sich hier noch immer Monster herum, um Schloss Hyrule herrscht das Chaos. Mein Gott, immer noch genug Gefahr für meinen Geschmack. Jedenfalls sollte ein Reisender wie du zumindest etwas Medizin mit sich führen. Ah, passt. Tja, ich denke, ich werde den Schrein hier noch etwas bewundern. Ja, Medizin habe ich ja. Habe ich genug. Hey! So. Da müssen wir rein. Hi. Willkommen. Ja, bitte. Das uns klang ein normales Bett, ne? Oder? Ach komm, was soll der Geist? Wir holen uns jetzt mal ein Luxusbett. So, bis morgens. Japp, geruhsamen Schlaf werde ich haben. Danke. Dann haben wir gleich das, über das Maximum auffüllt, da die Song. Das ist immer ganz geil. Okay, guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen, Mann. Einen schönen Tag noch. So.
Zumindest ein Herzen, ja? Hey! So. Jetzt müssten wir eigentlich eh darüber. Ja, komm, da lauft mir jetzt einmal, Leute, weil vielleicht ist er da auch noch irgendwo ein Krok in der Nähe. Ja, man weiß es ja nicht. Großer Bruderbrücke. Ja, da waren wir halt auch schon, ne? So. Der Stein, ne? Kann aber keiner drunter sein. Einfach aus dem Grund, weil sonst hätte die Maske schon lange umgeschlagen. Aber trotzdem, es war wieder so ein typischer Stein gewesen, ne? Okay. Hep. So. Hoffentlich ringt es jetzt doch nicht gleich. Das war jetzt eigentlich das Wichtigste. Kann natürlich jetzt auch noch schnell hier was von dieser Medizin nehmen. Das war natürlich nicht, das ist jetzt halt eins. Das ist jetzt äußer unser, ne? Level 1, Level 1, Level 1, 1, 1, 1. Das heißt, wenn ich das jetzt nimm, da, dann habe ich jetzt Tempo. Aber auch nur ein 1er Tempo. Vorher haben wir ein 3er gehabt, ne? So ein 3er Tempo. Da waren wir halt natürlich richtig fix unterwegs. Obwohl wir hier jetzt halt auch schon wesentlich schneller unterwegs sind. Ach, schön. Ach, na. Na. Ich hab's gerade gesagt. Gerade hab ich's gesagt, Mann. Ah, und jetzt ringt's natürlich. Ah, Breath of the Wild. Warum muss ich immer so oft ringen bei dir? Wird dann Zeit, dass wir jetzt dann bald in die Wüste kommen. Ah Gott, dieses Tropengebiet, mir hätte ich schon jetzt auch noch danach anschauen. Aber natürlich auch irgendwie ein bisschen so Ausrüstung catchen. Ne? Apropos, wir könnten einfach mal schauen, was bringt eigentlich dieses eine Hemd? Wow. Okay, macht halt Hitzeschutz, ne? Aber ist halt nicht geil. Naja. Können wir vielleicht brauchen, wenn wir jetzt dann in die Wüste gingen. Kann es maybe ganz nützlich sein. Ah, jetzt, dann nehmen wir das her. Alles mitnehmen, ne? Alles für die Monis. Okay, hat wieder aufgehört, Gott sei Dank. So. Da haben wir einen. Alles schön mitnehmen. Also hier müsste irgendwo ein Krok sein. Also hier nicht. Hier vielleicht. Auch nicht. Oder wir haben da wieder irgend so ein komisches Blümchen. Ah, okay, hab's schon. Okay, war fies. So, Krocksamen. Habe die Rehe. So, da müssen wir weiter. Na, jetzt haben wir eigentlich ja schon fast wieder in diesem Gebiet drin, ne? Da ist diese lustige See, den haben wir nun markiert. Aber da waren wir ja schon drin letztens, ne? Genau, das war mit diesen drei Dingsel da. Da waren wir schon drin. Da haben wir ja diese ohne krasse Masken hergeholt. Na ja, gut. Dann müssen wir da jetzt erstmal nicht mehr rein. Mhm.
Dann. Hier müssten wir hin. Weil das schaut mir ja so aus, ob da dann irgend so ein Drache... Ah, schau mal, da ist ein Drache. In der rechten, die, da war ja die rechte Klaue, ne? Von diesem Drachen. Okay, dann müssen wir da jetzt mal schnell schauen. Da vielleicht drin? Aha! Oh! Unten ist. Und das ist ja tatsächlich gleich eine Extruhe, ne? Wir haben's. Aber was ist das für eine Maske? What the fuck? Ravios Mütze. Diese Mütze eines fahrenden Händlers, dessen Armband den Träger zum Bild macht, beschleunigt seitliches Klettern. Seitliches Klettern, okay. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Okay, kleiner Moment. Das müssen wir uns jetzt schon mal kurz anschauen. Also, ich weiß ja nicht. Also, die... weiß ich nicht. Das ist eher ein bisschen schwierig. Okay. Wir müssen aber jetzt halt auf jeden Fall hier nochmal ganz kurz... So. Ja, Tagebuch. Wir haben jetzt eigentlich nicht mehr wirklich was. Was wir gerade im Moment machen können. Echt nicht mehr. Das ist alles. Genau, ich muss jetzt nur sozusagen ein Gerudo muss ich jetzt halt nur holen. Der kommt erst, wenn wir in der Wüste sind. Prüfung der Crocs, okay. Ah, vielleicht ein bisschen später. Kolossale Knochen. Können wir auch erst machen, wenn es soweit ist. Hm. Knochen befindet sich in der Region... okay, das können wir natürlich schon mal schauen. Aber Gerudo müssen wir halt auch noch hier. Also wir können es nicht komplett machen. Ne? Also wir müssen mal... Die Knochen finden sich in der Region Eldin im Nordosten. Also hier. Müsste dann irgendwo Knochen sein. Also die Frage... Wo? Ne? Na denn... Dann schauen wir mal. Also irgendwo da oben war ja auf jeden Fall noch was. Hier oben haben wir definitiv noch einen Croc. Die Frage ist nur, wo ist da dieser Stein dazu, ne? Ah, da unten haben wir noch eine Statue, sehr gut. Der Stein kann ja jetzt auch nicht weit sein. Haben wir ja das letzte Mal schon festgestellt, ne? Oder es muss so ausschauen wie auf der anderen Seite. Das kann natürlich auch möglich sein. Ja, hier haben wir natürlich auch nochmal was, ne? Jetzt gehen wir mal kurz mal da drauf. Genau, hier haben wir nämlich einen Stein. Die kehren, glaube ich, einfach zusammen. Ja, vielleicht muss ich den da rüberbringen. So. Das muss ich jetzt testen, ne? Oh, wo ist jetzt der hier? Den hast du jetzt echt da umgehauen, oder was? Oh, hi!
Oh, nicht gut. Hab dich. Yo, goldener Rubin. Den gönnen wir uns. So. Oh, bin ich kaut. Kann man nämlich echt vorstellen, dass der da rüberkehrt. Dass man den einfach mal einmal da rüberbringen muss. Vorsicht! Hat zwar auch noch nie gemacht, muss ich ehrlich sein, aber gut. Das vielleicht auch mal das erste Mal, ne? Machen wir es immer das erste Mal. Was ist da? Au! Wo legen wir noch den jetzt da ab? Können wir den da drauflegen? Okay, der bleibt da. Sehr schön. Da kriegen wir den jetzt von da. Schauen wir mal. Dass wir den da reinhauen müssen. Das kann schon möglich sein. Ah. Sehr schön. Und rein damit. Da haben wir ihn. Nice. Habi Diri. Gut. Kann man nur schnell zu der Figur schauen. Ich glaube, wir haben gerade keine Zeichen mehr, oder? Haben die schon alle eingelöst? Ich weiß gerade nicht. Wohl, ich glaube, der will was anderes von mir, ne? Was willst denn du? Willkommen an meiner Quelle. Bring der Quelle des Mutes eine Schuppe des goldenen Geistes Farodra. Ich, die Göttin Hylia, werde an deiner Seite sein. Das haben wir doch, oder? Haben wir nicht von Dora eine Schuppe, nur von dem? Ich dachte schon. Ja. Also sogar mit zwei. Zack. Ha. Da schaust du mal. Da schaust du mal, gell? Ein weiterer Schrein. Bap, 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 bap. Okay, der Weg steht mir jetzt offen. Ich kann rein. Let's go. Dann haben wir aber doch wahrscheinlich jetzt auch schon diese Prüfung geschafft, ne? Die Prüfung war, glaube ich, einfach nur diese Schuppe da zu bringen. Aber wir haben immer noch nicht so viel, ne? Uns fehlen schon noch einige Schreine. Na gut, werden wir gleich sehen. Oh ja, ich glaube, da fehlt nur einiges. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Chikufu. Was für ein Name. Ja, genau. Segen. Ich hab's schon geschafft. Da gibt's nämlich nichts mehr. Haha. So. Was ist in der Kiste drin? Irgendwas Geiles? Eigentlich. Ein bisschen schwierig, aber gut, so schlecht ist es eigentlich gar nicht, so die Lanze, ne? Oh, was schmeißt man denn dann weg? Ja, mal da sortieren. Schwierig. Das war's, Polarstab weg. Da haben wir Elektrolanze. Let's go. Und dann holen wir uns gleich mal das Zeichen ab. Gut, dass wir das schon mal gemacht haben.
Quest haben wir dann auch schon erledigt. Alles easy, alles cool. Ja, gut. Das ist immer das Gleiche. Gut. Okay, drei haben wir jetzt. Das heißt, wir brauchen jetzt noch eins, oder? Bei vier Zeichen, glaube ich, braucht man immer. Wir müssen jetzt natürlich einmal noch diesen Knochen schauen, ne? Aber gut, wir haben jetzt hier natürlich auch noch ein bisschen was zu tun. Da ist doch bestimmt auch noch mal irgendwas versteckt, oder? Also, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Da muss doch noch irgendwas versteckt sein. Na gut, das war ja natürlich eine ganze Quelle, ne? Also hier haben wir auf jeden Fall keinen... Hier haben wir auf jeden Fall keinen Krog mehr. Ach, süß. Oh, das ist sogar eigentlich voll das Feindgebiet, wo ich gerade bin. Fällt mir so auf. Was ist das? Alter. Oh, ich wurde in ein Websennest gestochen. Schnellfeuer. Was ich gerade brauche. Sehr schön. Jetzt sammeln wir natürlich auch gleich wieder alles ein. Jetzt müssten wir erstmal wieder... pass auf. Aber wie mir der Treffer wohl das sagt, ne? Der ist ein bisschen krasser drauf. Boah, der nervt mich vielleicht. So, jetzt aber. Mein Gott. Das ist ja... Ah, oh, es war ja grausam gerade. Na gut. Da haben wir noch einen Gegner. Bei mir hätte ich mich schon noch gern umschauen. Ja, war schlecht. Boah, du Arsch. So. Alter. Haben wir jetzt alle Gegner? Ich weiß es wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Ah, da ist keiner. Da hätten wir den Bogen. Den nehmen wir mal mit. Ah, okay, ist voll. Passt. So, da oben ist aber auch noch einer gestanden. Da haben wir auch noch einen gehabt. Weil wenn, dann nehmen wir uns die ganzen Monsterzutaten natürlich schon mit, ne? Also, sagen wir jetzt mal nicht nein. Okay. Jetzt haben bloß wieder Waffen. Gehen wir da drauf. Da hinten ist doch noch einer gestanden. Oder ist der schon gedespawnt? Hm. Anscheinend. Naja. Ist jetzt auch kein Weltuntergang, sagen wir es mal so. Also es schaut schon cool aus, ne? Mit diesem Leuchtding da hinten. Hat schon was. Krass. Schade, sonst keine Truhe mehr, ne? Na gut, aber das war eh schon ein sehr, sehr
Krasser Schrein auf jeden Fall. Na gut. Ah, da haben wir noch einen. Damit hat er nicht gerechnet. Das ist so eine auf den Sack gerückt. Ah, gut. Okay, der ist aber schon. Der ist richtig krass unterwegs. Oh, 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 oh. Schlecht. Schauen wir mal. Gleich rammen. Boah. Der war jetzt echt nicht ohne, hä? So, meine Waffen brauche ich noch. Oh, da ist eine Kiste unten drin. Aber ich glaube, ich nehme fast lieber die, oder? Hm. Nimm, glaube ich, lieber die. So. Und da noch die Kiste. Die gönnen wir uns natürlich noch. Okay, geil. Was haben wir drin? Rubine, ich wusste es. Aber das passt perfekt. Immer Schaum im Wasser, ne? Krass. Aber Rubine haben wir halt jetzt eigentlich auch schon so viel. Aber lieber haben als brauchen, ne? Jetzt haben wir eh wieder in unserem Dschungel, wo wir ja ein bisschen erkunden wollten. Und eigentlich müsste man jetzt mal noch zum... zu diesem Stall. Müsste eigentlich so ein bisschen so in diese Richtung sein. Aber das können wir gleich mal löschen. So. Na, das haben wir natürlich nur weit, weit weg. Das haben wir noch richtig weit weg, Leute. Ja. Das schaut auf jeden Fall sau interessant aus hier. Wenn da nicht nur irgendwo ein Hinox ist oder sowas, ne? Was haben wir hier? Da haben wir nochmal so eingestürzte Säulen. Oh, hi. Ah. So. Das war's mit dem Masterschwert, Mann. Wir haben immer noch keinen Doppelschussbogen. Ich weiß auch nicht, wo man den herbringt, ne? Keine Ahnung, du. Okay. Ja, das schaut interessant aus. Gehen wir mal auf. Irgendwo da müsste doch noch sein. Ach, hier! Okay, da müssen wir nur mal schauen.
Ah, mon amour, trottoir. Und das ist sogar Aufgabe für uns, Leute. Geil. Dann werden wir das mal in der nächsten Folge, werden wir das einmal, glaube ich, mal nachschauen, was da los ist. Ne? Aber was der vielleicht für eine Aufgabe für uns hat. Und dann werden wir auch nochmal dahinter schauen zu diesem, wo dieser Krogsteig hat. Ne? Ah, wird wieder spannend. Wir haben wieder ein bisschen was zu tun. Sehr schön. Und ich sage jetzt vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Wenn es wieder heißt, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ne? Macht es gut. Habi de Erde.